Mein Name ist Wolfgang Kuhlow. Ich bin hier in Großenbrode geboren und auch groß geworden am Ostseestrand. Ich liebe die Ostsee. Es war ein Abenteuerspielplatz, ringsherum Wasser und ich konnte schnorcheln, tauchen lernen, laufen, schwimmen. Also es war ein Paradies für mich. Und ja, jetzt mache ich Expeditionen, Extremsport. Ich war in Kanada und auch in Sibirien auf Baikalsee, 600 und einmal 750 Kilometer übers Eis. So ist es für mich schon eine Sicherheitsübung, um da überleben zu können. Aber aus der Sicherheitsübung wurde auch dann eine Freude, in der Kälte zu baden. Und dabei habe ich festgestellt, dass man resettet. Ich habe festgestellt, wenn da Probleme sind und so, und du gehst in das kalte Wasser, dann hat dein Körper damit zu tun, die Kälte auszugleichen und die Probleme, die du im Kopf hast, sind komplett weg. Also du kommst komplett frisch und frei aus dem Wasser raus. Ich kann jedem empfehlen, der viel Stress hat, müssen ja gar nicht schwimmen, nur kurz mal rein, wieder raus und alles ist wieder klar im Kopf. Das ist ein Stück Freiheit auch, wenn die Ostsee so frei ist, so jungfräulich, so man schaut in die Weite und der Strand ist ohne Menschen und du kannst alleine dann in die Ostsee für dich alleine da rein. Das ist ein Traum.